runter und zeigst dann, wir sind runter. Am Feldberg ist wie gesagt cool, man kann alleine hochkommen, trifft immer jemand. Egal bei welchem Wetter, die Leute haben Bock auf Skifahren, Bock auf Snowboarden, sind immer im Park. Es ist fett. Wir kennen uns eigentlich alle aus dem Snowpark. Haben uns da alle kennengelernt, getroffen, immer nach und nach. Man kann die Leute erst vom Sehen. Und dann, ja, am Feldberg ist die Szene eh so cool, da kennt eh dann irgendwann jeder jeden. Also die Crew kam eigentlich so zustande. Ich hab angefangen hier oben zu fahren ein Jahr. Da habe ich gemerkt, ja, die Leute sind hier echt freundlich, das ist so eine richtige Gemeinschaft. Und dann ich dachte, ja, schreib ich mal den Jakob an, ob er Bock hätte auf eine Crew. Und dann kam noch der Dude, der Felix. Der hat auch gesagt, der hat auch Bock auf eine Crew. Servus. Und dann wurde man immer mehr und es ging alles übers Facebook. Und irgendwann, jetzt sind wir so 20 Leute und auch Österreich. Und ja, macht echt Fun. Also die guten Jungs, die sind so für mich, ja, das ist so ein Rudel. Aber bei ihnen ist halt einfach mehr fahren gehen, mehr miteinander abhängen, so einfach gute Zeit haben. Und wir haben halt mittlerweile das, dass wir immer versuchen, jedes Jahr ein Video rauszubringen. Haben wir immer so diesen Anspruch, dass wir was machen müssen, dass wir filmen müssen, dass wir produktiv sein sollen. Ja, das Kartoffelpack sind erstmal Snowboarder, wir sind Skifahrer. Ich würde sagen, die Boaty Crew sind die Gangster. Aber ich glaube, es wird nicht sehr ernst genommen. Also das ist schon alles in einem humorvollen Stil. Auch wenn es vielleicht nicht jeder versteht. Kartoffelpark ist mehr so, ja, wie soll ich sagen, da gibt es ein, zwei, es sind mehr so die Hippie-Fallen. Ja. Gegründet, also es gab eigentlich nie irgendwie einen Termin, wo wir gesagt haben, jetzt sind wir hier die Crew, sondern es war im Endeffekt, waren das mein Bruder und ich und auch noch alte Freunde von mir. Wir haben einfach angefangen, uns gegenseitig zu filmen. Jeder nimmt die Kamera in der Hand und man wechselt sich ab. Dann nach und nach hat sich halt da irgendwie so eine Gruppe versammelt, die irgendwie darauf Bock hat. Weil sie natürlich, es gibt nicht alle haben irgendwie Lust, irgendwie ein paar Stunden ins Backcountry zu laufen oder einen halben Tag irgendwie einen Spot zu schaufeln und so. Aber dann kam halt immer mehr dazu und irgendwann waren wir das Kartoffelpack im Endeffekt. Ja, also heute haben wir wieder, sind wir wieder am Feldberg entlang getourt und wieder Richtung Wetterstation. Und dann kommt in die erste Senke, kommt eine schöne Wächte, da waren wir halt. Und dann sind wir hier halt wieder am wunderschönen Baldeweger Buck gelandet. Ne? Sind wir eins weitergezogen. Genau, ein paar Meter weiter. Dann ist so, wie man es immer hört, also Kicker bauen. Irgendwann ist er fertig und dann springen wir. Ich habe meine Tricks im Park gelernt. Ich habe sehr spät mit Parkfahren angefangen und habe das aber dann auch sehr schnell nachgeholt. Es ist viel einfacher im Park zu üben. Zum einen, weil man meistens mehr Möglichkeiten hat, weil es mehr Sprünge nacheinander gibt, weil es halt alles konzentrierter ist und in Verbindung mit dem Lift dementsprechend ist der Lerneffekt viel höher, weil man halt viel mehr Anschläge hat. Seit so ein paar Jahren kommt immer mal wieder Louis Eckert mit dazu. Und der hat wahrscheinlich so den größten Parkhintergrund. Das ist irgendwie so ein Parkkid für mich immer noch.
Aber da merkt man dann auch oft, wie schwierig das ist, halt vielleicht auch in einer Powderlandung oder in einer Landung, wo einfach zerbombt ist, einen Trick auszufahren. Ich meine, ja, man sieht ja, wie er im Park abgeht, der Typ hat's drauf, der hat Talent und ich freue mich immer, wenn er dabei ist. Er ist zwar nicht so oft dabei, aber wenn er dabei ist und der Kicker passt, dann stellt er auch immer ein paar Banger einfach ins Backcountry. Die Jungs vom Kartoffelpark, mit denen sind wir auch viel unterwegs. Oder man trifft sich eben am Berg, dann geht man zusammen fahren. Das ist ganz cool, die machen auch den ganzen Backcountry-Stuff. Und ja, check den Film aus von ihnen. Der Park hat auf jeden Fall die Szene noch mal größer gemacht. Juhu! hat die Szene noch mal größer gemacht und vor allem hat es ja auch so einfach ein bisschen so Homebase gegeben. Es gab früher immer schon einen Park, aber seitdem dieser Park hier so groß ist, hat es schon noch mal einen Haufen mehr Leute angezogen, vor allem auch aus der Schweiz. Und so. Ja, das ist, hat das Ganze schon vorangetrieben, auf jeden Fall. Flow, they feelin' fear, no, catchin' prime, weird or shit. Say what you want when I'm rhymin', I can hear you.